So, vor mir steht der Rockvater aus Bobero, Christian Ebers persönlich. Guten Tag. Guten Tag. Kennst du dich auch aus mit den Show of Freaks? Du bist wahrscheinlich ein krasser Fan. Also du bist jetzt eher hier wegen Schreibe, nicht wegen der Musik. So, vor mir steht jetzt Jan, das Drogenopfer der Band. Vielleicht kommt Schmidt. Schmidt ist der wenigste Mensch der ganzen Brücken und der ganzen Welt. Erste Frage, ich muss natürlich erstmal wissen, wie geht's euch? Wie ist die Gefühlslage? Ihr habt ja echt viel zu tun gehabt in der letzten Zeit. Die Wochen waren wahrscheinlich sehr anstrengend und turbulent. Schreibe, willst du was dazu sagen? Ja, ich denke mal, mir jedenfalls geht's super. Bisschen natürlich bahnt sich schon leichte Aufregung an fürs Konzert heute Abend, aber auch viel Erleichterung, weil es ja jetzt so auf das lang vorbereitete Finale zugeht. Und ja, ich bin schon sehr gespannt, wie das heute wird, aber ich glaube, das wird echt ein cooler Abend. Länger Fans von den Show Freaks, oder? Ja, also ich habe Show Freaks das erste Mal live gesehen, 2003 oder so. Ja, so ungefähr. Man kennt sich. Ja, Jungs, was erhofft ihr euch denn von dem Abend? Ja, eigentlich nicht so viel, ne? Sehr geil. Seid ihr schon oft mit den Jungs unterwegs gewesen oder seid ihr zum ersten Mal hier? Also wir kennen die von früher, 2007, 2008, also schon eine Weile, 2007, 2008, ja. Wie verlief die Produktion allgemein? Gab es Hindernisse, gab es irgendwelche Aufregungen, habt ihr euch in die Haare gekriegt? Also bei den Aufnahmen direkt gab es eigentlich keine Probleme. Da lief eigentlich alles wie am Schnürchen, das war komplett vorher durchgeplant gewesen. Wir hatten genau einen Plan, wie die Albumproduktion laufen soll und haben das so auch echt ohne Probleme durchgezogen. Der Special Act steht vor mir, Wolfgang Petri. Wolle, du hast vor kurzem deine Karriere beendet. Was machst du jetzt hier bei den Show Freaks? Ich bin nur zum Trinken hier. Vor mir steht jetzt Schmille, der wohl stylischste Fan von den Show Freaks und auch der intelligenteste, hört man in den Kreisen. Vor mir steht Frau Schreiber, die Mutti von Schreibi sozusagen, dem Leader von Show Freaks. Wie stolz sind Sie denn auf Ihren Sohn, Frau Schreiber? Was erhoffst du dir von dem Abend? Wie geht's dir? Gute Überleitung, weil der Titel heißt ja, oder ist ja, alles ändert sich. Auf was bezieht sich denn der Name oder das Album? Ich bin gerade ein bisschen überfordert, aber sonst hoffentlich alles schick, alles gut und wir schauen mal, was es so wird heute. Ja, also wir haben relativ lange überlegt, was für ein Name für die CD dann cool wäre und haben dann in erster Linie an unsere derzeitige Situation gedacht, dass es halt so war, dass wir mit Jan einen neuen Gitarristen in der Band hatten, einen komplett anderen Musikstil mittlerweile eingeschlagen haben. Dass auch alles anders ist. Unsere privaten Situationen haben sich irgendwie geändert. Also wir wohnen mittlerweile alle, jeder in einem anderen Bundesland. Ist nicht einfacher geworden. Ja, und wir fanden einfach, dass der Name irgendwie komplett super zu allem passt, was gerade so bei uns bandlich und privat abgeht. Und ja. Muss jeder mal durch, ne? Wie lange seid ihr schon Fans von den Show Freaks? 2 Jahre? 3 Jahre? Wie lange gibt's euch schon? Seit 2004. Seit 2005. Gibt es da Neid unter Bands? Sicherlich, aber bei denen halt nicht. Ne? Also klar gibt es ja auch irgendwo Bands, wo man dann auch neidisch ist. Und ja. Also seid treue Fans und reist auch immer hinterher, wenn Konzerte anstehen. Ja. Und warum seid ihr hier? Na, ich hatte mal was mit der Mutter vom Gitarristen. Also sonst. Ja, gut, ich auch. Sehr geil. Ja, ich bin schon stolz. Ganz schön, bist du? Und dann auch ganz cool. Waren dann zufrieden auch gleich von Anfang an mit der Cover-Idee. Der Basti hatte von Infest Closing hat das Cover designt und hat uns da Ideen geschickt. Und wir waren da halt sofort auch gleich begeistert, weil es halt super zum Namen Alles ändert sich gepasst hat. Ja. Gefällt es euch bis jetzt hier bei uns? Ja. Freust du dich? Wie sind deine Gefühle? Ja, Riesenverarsche. Ich hatte irgendwie jetzt mit einer Andrea Berg Coverband gerechnet und hier nur Hotten und Totten und nur Bekloppte Bescheute. Ich muss mich da erst dran gewöhnen. Extrem geil, richtig Bock gemacht und brauchen wir die Hölle, ne? So, vor mir stehen jetzt Show Freak Fans, nehme ich mal an. Genau, auf jeden Fall. Ja. Jetzt mit euch weiter. Karriereende, kommt ein 4. Album, macht jetzt erstmal Urlaub auf Hawaii. Ich bin einfach nur hier, weil, naja, man kennt sich so, ne? Über die Mutter halt. Aber sonst. Also Karriereende jetzt auf gar keinen Fall. Also wir haben jetzt die neue CD am Start und wollen natürlich damit losziehen. Ne? Also wir planen für nächstes Jahr jetzt dann die nächsten Konzerte, versuchen halt möglichst auch weiter wegzukommen innerhalb Deutschlands oder vielleicht auch mal wieder ins Ausland. Halt irgendwo möglichst viele und coole Konzerte zu spielen, wo wir halt unser neues Album irgendwie unter die Leute bringen können. Den Jungs mal zeigen, wie es richtig geht, ja, und damit die mal ein bisschen erfolgreich werden. Aber es ist eine nette ältere Lady. Du bist hier sehr beliebt, wie man sieht. Ja, ich bin ein bisschen überrascht gerade, aber passt schon, passt schon. Und Sie mögen die Musik auch? Ja, mag ich auch, genau. Jan will noch schnell erzählen, wo man die CD kaufen kann. Die CD ist erhältlich bei uns, auf jedem Konzert.
weiterhin auf infest-clothing.com in unserem Online-Shop, wo ihr auch Merch von uns kriegt. Und natürlich auf unserer Website facebook.com/showoffreaks. Dann haben wir noch www.showoffreaks.de. Und was habe ich noch vergessen? Als Download auf iTunes. Und demnächst auch als Download auf iTunes. Seid gespannt. Und schöne Bilder hier auf der, genau, auf dem Red Carpet. Viel Spaß euch. Bis dann. Könnt ihr mir auch die Nummer geben? Habt ihr?